Weltneuheit auf der IFAT 2014 in München. Palfinger zeigt seine neue Arbeitsbühne P230 auf Mercedes-Benz Atego 818 Fahrgestell. Mit der Umstellung auf Euro 6 hatte die Gewichtseinsparung bei Palfinger oberste Priorität. Ohne Einbußen bei der maximalen Korblast oder der seitlichen Ausladung. Wir zeigen die P230 hier erstmalig und ist eine sensationelle Neuentwicklung. Die besonderen Charakteristika der P230 haben sich niedergeschlagen aus der Weiterentwicklung des Produktprogramms WUMAG und Bison. Es wurde diese Bühne komplett von Basis auf neu entwickelt. Das Grundgestell, der Grundrahmen wurde neu entwickelt, aber auch die Auslegertechnologie. Diese Bühne hier ist aufgebaut auf einem Atego Euro 6 Fahrgestell. Das heißt, also das Fahrgestell ist durch Euro 6 Technologie etwas schwerer geworden. Die Bühne wurde durch die Neuentwicklung sehr leicht ausgeführt, sodass wir auch in Summe im Gesamtfahrzeug wesentlich mehr Nutzlast rausholen können. Die Ausleger wurden in völlig neuer Bauart entwickelt und bieten jetzt wesentlich mehr Steifigkeit als das Vorgängermodell. In der seitlichen Reichweite erreichen wir jetzt 17,50 Meter. Und von der Korblast her ist zu sagen, dass wir hier ein 350 Kilogramm Korblast erreichen. Und das bei einer Hubhöhe von 23 Meter. Der P230 kann auf Allradchassis aufgebaut werden und bietet hier auch für den Stromversorger zum Beispiel Einsatzmöglichkeiten im Geländebereich. Wir haben ein aktuelles TFT-Display, Farbdisplay drinnen mit Helligkeitssensor. Das heißt, das Display erkennt selbstständig die aktuelle Sonneneinstrahlung, vor allem die Intensität, und kann auch bei stärkster Sonneneinstrahlung einwandfrei abgelesen werden. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.